Und wir starten rein. Click Holding. Irgendjemand hat uns in ein Hotelzimmer eingeladen und möchte da irgendwas von uns. Und naiv wie wir sind, gehen wir natürlich mit roter Nase in dieses Zimmer rein und schauen uns das an. Ich werde Übersetzungsmodus machen. Ja? Verlasst euch auf mich. Ist kein Problem. Ich passe auf euch auf. Attacke. Dieser Stream ist einfach zum Scheitern verurteilt, Leute. Ey, Leute, war positiv. War ein schöner Stream. Ja, super Stream. Super Stream. So. Wunderschönen guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Kann ich irgendwie... Du weißt, warum du hier bist. Ja, man hat mir gesagt, irgendjemand... Klicken. Kann das sein, dass sie sich irgendwie im Solarium verbrannt haben? Oder ist das irgendwie... Darf ich mich umdrehen oder ist das schlecht? Schön haben sie es hier. Das ist ja der Wahnsinn. Warte mal, habe ich hier Licht? Können wir Licht... Soll ich einmal klicken jetzt? Ich klicke. Nochmal. Okay. Aber pro Klick 10 Euro, ne? Weißt du Bescheid? Leute, ich weiß nicht, warum das Click-Holding heißt oder was Kack-Holding ist. Ich habe keine Ahnung. Ihr habt jetzt gesagt, das hat irgendwas... Interact, turn. Achso, okay. Wir können auch rumlaufen. Oder? Nee, hä? Ich kann mich nicht bewegen. Sir, das Spiel sagt, ich kann mich bewegen, aber... Ich kann mich nicht bewegen. Ich klicke jetzt. Nochmal. Na, was macht das mit Ihnen, hä? Fangen Sie an zu zittern? Werden Sie wuschig? Hallo? Der sagt, ich soll klicken, aber der sagt jetzt gar nichts mehr gerade. Was ist, wenn ich so klicke? Was ist, wenn ich mich umdrehe und ich klicke? Das ist ihm scheißegal, oder was? Hinter dir ist was. Hier ist gar nichts. Hört auf, mich zu verarschen. Hinter mir ist ein Hotelzimmer. Sir? Die erinnern mich an Pokémon. Ich klicke jetzt einfach. Sagt nichts. Ich bin schneller Klicker, Junge. Also, manche sagen sogar, ach, die mögen das. Das Geld ist da drüben. Wo denn? $14.000? Ja, ich meine, sie müssen auch, die dürfen nicht vergessen. Also. Der resettet bei 10.000 Klicks. Wenn der reset... Ich muss 10.000 mal klicken? Das ist nicht dein Ernst. Boah, Chat, wir sehen uns in einer halben Stunde, ja? Ich muss doch nicht 10.000... Der verarscht uns doch. Ich will das nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich diese Operation noch machen möchte. Ich bin mir unsicher. Ah. Ich wusste nicht, ob du alleine kommst. Lass das Licht an! Das ist nicht der... Hä? Die haben gesagt, ich soll 10.000 mal klicken, dann kriege ich $14.000. Warum haben sie denn jetzt das Licht angemacht? Soll ich mich irgendwie... Soll ich mich bewegen? Soll ich...
kann hier nicht aufstehen. Das ist... Ja, ich glaube, sie haben mich ans Bett festgekettet. Ich weiß nicht. Haben sie zufällig irgendwie Paddex im Bett verloren? Oder ist dort irgendwie eine andere... Also... Kann ich klicken? Sir, ich kann nicht mehr klicken. Ich glaube, mein Gerät ist kaputt. Ah! Geh zum Fenster. Oh, okay. Dann öffne die Vorhänge und ich möchte sehen, wie es sich anfühlt. Variety? Oh, ich glaube, sie brauchen mal eine Tomapyrin, Alter, wenn ich sie so anschaue. Ich weiß jetzt nicht. Also. Chat, wir müssen nur das Geld trinken. Wir gehen zum Fenster. Ja, wir gehen einfach. Lass uns zum Fenster. Gut. Und jetzt klick weiter. Ja? Es ist das, was du willst, hä? Ja? Soll ich einen Vorhang wieder zumachen? Hä? Hast du Bock? Nein! Was nein? Ich hasse das. Hä? Oh, okay. Dann halt nicht. Das war schrecklich. Junge, sie haben mich dahin geschickt. Weiterklicken. Wir werden das nicht nochmal machen. Was ist, wenn ich jetzt frische Luft brauche und das nochmal aufmache? Achso, kann ich nicht. Okay, dann klicke ich jetzt. Ich klicke, ja? Muss aber sagen, Sir, Sie haben echt guten Geschmack. Also ich weiß jetzt nicht, in welchem Hotel wir hier drin sind, aber... Sieht sehr gemütlich. Weil ehrlich, ist das dein erstes Mal? Beim Klicken? Also ich würde jetzt lügen, wenn ich... Also ich habe zu Hause einen PC, ne? Also in dieser also so in diesem Umfang habe ich jetzt so noch nicht so rumgeklickt. Aber wie mache ich mich denn, hä? Mein erstes Mal ist es auf jeden Fall. Ja, das ist ja toll. Ich hoffe, Sie haben Spaß. Ich klicke, ja? Also, wir wollen ja auch, dass Sie eine schöne Zeit haben hier. Das ist ja die Hauptsache. Ist das in Ordnung? Das. Oder. Vielleicht vom Nahen so ein bisschen? Okay, vielleicht entferne ich mich dann doch wieder ein Stückchen. Also ich meine, es soll ja sehr anspannend sein, aber ich muss jetzt auch nicht unbedingt an ihrem Gürtel riechen, ne? Da muss jetzt auch nicht sein. Also das ist ja. Also, das ist ja dann. Das wäre ja schlecht, das wollen wir ja nicht. Das ist ja blöd. Das? Kann das Licht nicht ausmachen. Kann ich den Fernseher anmachen? Ist das okay für Sie? Ist das in Ordnung? Du hast aufgehört. Ja, ich wollte den Fernseher anmachen. Okay, ich klicke. Na, ist das geil? Könnte zu Hause sein, im Bett. Ja, aber sie haben sich ja offensichtlich für anderes Abendprogramm unterhalten. Habe ich jetzt meinen Klicker hier ganz umsonst ausgepackt, oder was? Ich meine, sie bezahlen dafür, also. Cold. Temperate. Hot. Nicht aufhören. Ja, aber ich möchte es mal von hier hinten tun. Jetzt habe ich sogar die Klimaanlage höher gedreht. Ja, wobei, warte mal, ich möchte ja nicht, dass ihr Kopf noch schwärzer wird. Das muss nicht sein. Warte mal, das ist... Können das nicht die ganze Nacht machen? Mach weiter! Ja, okay, Entschuldigung. Ich bin da. Ich muss mich auch erst ein bisschen akklimatisieren, ja? Ich will mich jetzt hier hinsetzen nochmal. Achso, kann ich nicht. Nee, das ist... Okay, ich klicke weiter. Also, ich muss mir versprechen, dass nicht die Hose aufplatzt, weil sonst haben wir ein Problem. Ich mag mein Leben, ja. Also, ich. Also. Gut, jetzt gerade stelle ich gewisse Sachen in Frage, aber.
Ich würde schon sagen, ich finde das nice. So zu klicken im Leben. Aber die Frage ist. Bist du hier für das Geld? Nein, natürlich nicht. Natürlich wäre ich auch random einfach in dieses Zimmer gegangen und hätte sie angesprochen und hätte gefragt, hör mal, kann ich die mal anklicken, Schätzelein? Also das ist ja wohl logisch, scheiß auf das Geld. Also bitte, also wer klickt denn nicht gerne im Leben, oder? Also ich mach einfach mal weiter, ja? Ja, ich bin ja dabei, ich klicke. Ich bin am Start. Ich klicke voll einen weg. Toller Abend heute, also wirklich. Hätte ich mir heute beim Aufstehen gedacht, hör mal, heute Abend klicke ich mir einen weg, ne? Ich wäre mit dem ganzen Tag, wäre ich mit einem Lächeln durch den Tag gegangen. Wirklich, das ist. Ich bin der glücklichste. Ja, aber wie soll ich denn. Okay, der Mann hat keine Zeit. Der Klicker bedeutet mir eine Menge, weil, wissen Sie? Ja, das ist eine schöne Geschichte. Wir sind schon seit einer langen Zeit zusammen. Auch das ist eine tolle. Ich war verloren, aber es hat mich gefunden. Aber ich kann jetzt nicht so klicken, wie Sie es können. Okay. Die Art und Weise, wie Sie Ihre Finger darüber bewegen. Und seine Form in deine Finger reinpresst. Die mögen es doch auch, oder nicht? Ja, ich. Ich finde das voll toll. Oh, der Kunde ist König, ne? Also. Nee, ich stelle mir gar keine Frage. Ich habe nicht einmal diese Situation bisher in Frage gestellt, ne? Ich wüsste jetzt auch nicht, was es hier in Frage zu stellen gäbe. Also, jetzt mal ehrlich, was. Ich meine, wir stehen uns halt gegenüber. Sie sitzen in so einem komischen Stuhl. Und ich klicke. Ich meine, Sie können ja nicht mal die Zahl sehen. Ja, ich stoppe, weil Sie mir eine Frage stellen. Ich antworte halt. Ich kann kein Multitasking. Ich habe das Gefühl, wenn ich aufhöre zu klicken, wird er mir einfach einen Headshot geben. Oder? Ja? Hallo? Sahneteller? Ich frag sie doch was. Und gleich haben wir die ersten 1000. Da will ich ja gar nicht wissen, was passiert. Das muss ja richtig krass sein für sie. Es ist heiß. Soll ich den Tempomat an. Also. Tempomat. Ich bin selber schon ganz wuschig hier. Ich stell's runter, ist kein Problem. Ist alles gut. Wir machen auf Cold. Ja, besser. Das freut mich, Sir. Das ist super. Genauso wollen wir das doch, oder? Genau darüber sind wir doch glücklich, oder nicht? Ich meine, vielleicht wird dann auch ihr Köpf ein bisschen heller. Vielleicht irgendwie so, das ist. Gut. Ja. Ich merke das doch. Sir? Der steckt wieder fest. Hör, der Klinger steckt fest. Kann nicht mehr klicken. Kann. Tiger beim Fernsehen. Schauen die an. Ja, klar, ist kein Problem. Und jetzt klicken. Sicher, wenn sie hinter mir sitzen. Ist eine gute Idee, finden sie. Gut, dann. Ich glaube, der hat uns gerade ins Gesicht, in den Nacken gehaucht. Also entweder das oder er hat gerade einen Handstand gemacht oder hat die einen weggefurzt. Ja, der Tiger sieht super glücklich aus, ja. Er weiß nicht, dass er Leuten wehtut. Er lebt nur und entspannt. Wir kriegen sowas nicht. Wir kriegen Gedanken, die uns foltern. Achso, das war nicht schon Folter genug. Ja, Sir, stimmt. Stimmt. Ja. Thank you.
Ich ändere die Temperatur, ist kein Problem. Klar, ich meine, wir haben sie ja erst vor 2 Minuten geändert. Da kann man auch mal wieder auf andere Gedanken kommen, ne? Das ist ja kein Wunder. Warte eine Sekunde. Ja, das funktioniert. Okay. Gut. Dann mache ich jetzt weiter. Ich glaube, er braucht nicht bitte sagen, wenn er uns dafür $14.000 gibt. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, der hat ganz andere Probleme, als bitte zu sagen. Bin immer wieder überrascht, wie lange es dauert, bis zu den 10.000 zu kommen. Ja, vor allem, wenn man dann den Typen, der da klicken muss, immer wieder unterbricht, oder? Aber das kann dann schon dauern, ein bisschen. Aber Sir, wir machen das... Das Geld ist unterm Bett. Sie sollten das wissen, aber Häse. Okay. Warum genau soll ich das wissen? Das irgendwie... Genau hier stoppen, genau stoppen, stoppen Sie genau jetzt! Es ist so nah dran. Wir sind so nah. Ja. Gleich ist die 1000 da. Das ist elektrisierend. Frage, wenn der Klicker bei 10.000 resettet, er aber nur 4 Ziffern, also 9.999 anzeigen kann, dann erreichen wir die 10.000 doch nie. Junge, Raider ist ein Fuchs. Ich würde ja sagen, ich habe es auch gemerkt, aber ich bin ehrlich, ich habe es nicht gecheckt. Ja, das ist vollkommen korrekt. Du hast den Test bestanden! Wir warten einfach mal ab. Ich meine, er scheint ja nett zu sein, glaube ich, oder? Also. Das ist gut. Das ist so gut. Wir klicken weiter. Junge, will der wirklich jetzt das? Ich verurteile dich nicht dafür, dass du hier bist. Oder? Wir sind beide hier. Ja, ja. Gut, der eine macht das. Also der eine hat den anderen dafür bezahlt. Also ich glaube. Und der andere ist halt aus... Aber ja, Sie haben recht. Es ist absolut gar kein Problem. Wir sind beide hier und wir haben beide... Ich kann wirklich meine Maustaste halten. Irgendwas läuft mein Mund runter. Ja, Sir, dafür gibt es Servietten. Ich hoffe, dass wir bezahlt werden, sonst kriege ich den seinen Kopf weg. Ich klicke einfach weiter. Ja, ist das nett? Ja, ich muss auch sagen, ich fühle mich langsam echt wohl hier. Also. So in diesem dunklen Zimmer, so ohne irgendwas. Ich habe leider auch niemandem Bescheid gegeben, dass ich hier bin. Das ist ein bisschen das Problem, aber... Okay, beweg dich. Klicke woanders. Aber wohin soll ich denn? Ich war auf dem Bett, ich war... Soll ich mich vielleicht... Hier, bei den Kanickeln! Oder bei den Klickeln, wie man das jetzt... Also ich meine, so ein bisschen wortspielmäßig, wissen Sie? So ein bisschen... Hier, wenn ich mich jetzt hier so hinstelle...
Ist das nice? Nee, ist nicht. Nicht gut, okay. Bei der Mülltonne vielleicht. Gut, also ich habe mir auch sagen lassen, hier hinten, wenn sie mich nicht sehen können und nur das Geräusch hören, ist auch richtig cool, oder? Nee, okay. Keep moving. Ja, wohin denn? Hier ist eine Wand. Das ist halt das Problem. Das ist. Kann ich hier vielleicht in die Tür rein? Tür ist abgeschlossen. Sir? Immer noch nicht richtig. Gut, dann vielleicht hier. Hier. Hier ist gut. Also wenn das wirklich Thaddäus sein soll und der hier gleich mir seine Klarinette zeigt, Leute, dann springe ich aus dem Fenster, ne? Das ist... Ich klicke. Ja. So, jetzt gut. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, also so langsam machen sie sich ein bisschen aggressiv hier, ne? Woanders klicken. Okay. Ja, vielleicht jetzt bei den Häschen. Da! Klicken Sie da! Okay. Das geht auch ohne dabei den Stuhl zu zerprügeln. Aber ich klicke jetzt. Achtung! Ich klicke. Und los. Gut. Sehr gut. Und sonst so? Also ich glaube, wenn er jetzt nochmal sagt, wir sollen woanders klicken, dann holt er wahrscheinlich die Peitsche raus. Ja, sind die noch da oder haben sie sich jetzt irgendwie selber irgendwie ihre Synapsen ausgeknipst? Hallo? Ich frag nur für einen Freund, weil... Also... Volle Geschwindigkeit! Glaube ich. Woher ich das kann, fragen Sie lieber nicht. Das ist jahrelange Erfahrung. Lösen Sie den Alarm aus. Mal schneller, mal langsam. Chat, ihr fühlt euch da ein bisschen zu sehr rein gerade, ne? Weil. Den Alarm. Welchen Alarm? Der Alarm beim Bett? Oh. Den da? Sie meinen den Wecker wahrscheinlich. Und jetzt klicken. Weiß nicht, was ich erwartet habe, aber mach weiter. Sir, meinen Sie, dass das die richtige Art und Weise ist, die wir... Also... Und jetzt sie! Ich glaube, wir sind hier auf der falschen Fährte, Leute. Ich hab irgendwie gedacht, wir kriegen irgendwie auf einer Wellenlänge, aber... Ich klicke. Wir klicken einfach. Ist das komisch?
Wir ziehen unseren Weg durch. Und wir schauen dabei diesen Lampenschirm an. Alles an... Sehr gut da drin. Ja, danke, Sir. Wahrscheinlich besser, als ich jemals sein würde. Oder jemals sein werde. Du kannst dem Klicker geben, was er verdient. Und ich mag das. Das ist ja, also wie gesagt, das ist immer noch eine Freude für mich, Sir. Glaube ich. Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen damit gerechnet, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Action haben hier, wenn wir beide zusammenkommen, aber... Wer nicht will, der hat schon, ne? Was willst du machen? Das ist halt dann... Ich frage mich die ganze Zeit, ob seine Augen größer geworden sind. Was? So viele Fragen. So viele Vorurteile. Oh, sie haben ja eine Pistole dabei. Das ist ja... schön. Ich hab dieses ganze Geld. Und eine Pistole. Naja. Müssen wir uns bisher keine Sorgen drum machen. Ist aber schon mal gut, dass sie eine Pistole haben. Beim nächsten Mal sollten sie mich vielleicht drüber aufklären, wenn wir bevor uns dann irgendwie treffen, so. Das ist, Weil ich meine, da muss man sich auch seelisch selber darauf vorbereiten, ne? Weil sonst kommen sie hier rein, packt jemand eine Pistole aus. Dann ist dann ja auch das Excitement nicht mehr so ganz so geil, wissen Sie? Das ist halt dann... Ich muss aber sagen, also ich fühle mich... Weiß gar nicht. Aufgewärmt? So eine 5-Minuten-Terrine, wissen Sie? Das ist irgendwie so ein... Einfach... Genuss. Ja, Genuss will ich es vielleicht jetzt nicht nennen, aber... Ach, er hat die nur da, falls ein Verrückter ins Zimmer kommt. Und dann plötzlich zwei Verrückte im Zimmer sind. Ja, das ist... Das macht Sinn. Schau dir die Malerei an. Die des blinden Mannes, der geheilt wird. Oh ja, ja, schön. Oh, schön. Und jetzt klicken. Okay. Habt ihr euch auch schon mal gewünscht, dass jemand vor euch steht mit dem Klicker, sich dabei ein Bild anguckt und klickt? Ist es nicht interessant? Ja, ja. Sieht so aus, als dürfte es gar nicht hier sein. Wie wir. Sieh mich nicht an. Selbst wenn du schon wegschaust. Nicht umdrehen. Genauso. Wegschauend. Aber sind sie sich... Hä, sie haben mich ja verarscht? Er hat eine Waffe, Leute. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da kein Wasser drin ist. Okay, dreh dich wieder um. Okay. Da doch. Schneller. Okay. Natürlich. Noch schneller. Klar. Kein Problem. Viel besser. Ja, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Fühl mich sehr wohl. Fühl mich sehr wohl, ja. Hatte mir zwar ein bisschen... Gehen Sie in den Flur. Okay, ja klar. Und jetzt?
Wollen wir wissen, was passiert, wenn wir bei 9.999 sind? Wollen wir das? Server sind fast am Ziel. Guck mal, und zack. Ja, da kommt Freude auf, ne? Dann macht's Spaß. Wahnsinn. Scheiß auf GTA 6. Scheiß auf die ganzen Spiele. Der Klicker. Der ist es. Also ich würde mich jetzt nicht hinsetzen und irgendwie krampfend da irgendwie mich dran auflüstern, aber ich meine, Fetisch ist Fetisch, ne? Also $14.000. Ein bisschen klicken. Gehen wir jetzt gerade mal von aus. Doch, ist doch nett. Oder nicht. Glaube ich. Denke ich. Hoffe ich. Hey. Finde einen Weg ins Badezimmer. Es ist abgeschlossen. Ich glaube, es braucht einen Schlüssel oder so etwas. Ja. Vielleicht in der Mülltonne, Sie Schlingel? Oh? Was ist das? Ich hab den Schlüssel gefunden. Ich schließe jetzt auf. Leute, ich fühle das ein bisschen zu sehr. ich würde dann jetzt die Tür aufmachen. Ja? Ich möchte, dass du ins Badezimmer gehst und weiterklickst. Ich möchte es hören. Okay, sollte ich währenddessen spontan furzen müssen, darf ich mich erleichtern oder ist... Ja, ich bin drin. Ich konnte klicken. Ich war gut da drin. Aber meine Hände. Ich bin krank. Sehr krank. Ach ja, das ist okay. Ich glaube, das haben wir mittlerweile alle verstanden. Das ist. Ich hätte nie gedacht, dass mich das so sehr beeinflusst, aber. Du hast meine Hände. Die Hände, die ich einst hatte. Deswegen habe ich nach einem Bild gefragt. Von deinen Händen. Mein Gedächtnis ist nicht mehr so gut. Ich habe für viele Bilder gefragt. Viele Bilder. Aber die klicken nicht. Die klicken nicht, wie ich das möchte. Nicht so wie du. Wir müssen wissen, Sir, ich habe auch sehr oft mit Klicken zu tun. Normalerweise streame ich. Spiele mir Spiele. Und ich glaube, deswegen ist mein Finger geübt. Kann man das so sagen, Sir? Kann ich eigentlich wieder rauskommen oder ist das. Ist das mittlerweile. Okay, Gott sei Dank. Ich würde mich dann eher von Angesicht zu Angesicht unterhalten, wissen Sie? Das ist halt. Das wäre dann eher was für mich irgendwie, so weiß ich. Leute, ihr schaut alle von selber zu, wenn ihr was Komisches träumt. Ich bin's nicht gewesen. Ihr habt euch alle bewusst dazu entschieden, auf dieses Video zu klicken. Was, Sir? Ein bisschen näher, so? So angenehm? Ja? Ich meine, solange sie jetzt nichts dagegen sagen, gehe ich einfach davon aus, dass es... Dass es in Ordnung ist, ne? Also, das ist... Merkt ihr das, diesen innigen Blickkontakt, Leute? Guck mal! 3333! Ach, das macht jetzt nichts mit Ihnen, oder was? Also... Sir!
Ich meine, das ist wie gesagt Ihr Wunsch, ja, aber könnte ich vielleicht irgendwas zu essen haben oder so? Es ist kalt. Ich mach's wieder wärmer. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Ja, ich bin ja schon dabei. Sehr gut. Ich habe es schon wieder eingestellt. Oh, besser. Ja, das. Ich weiß ja, was meine Kunden wollen. Nicht aufhören. Okay. Langsamer klicken. Langsamer, wenn Sie können. Okay. Müssen halt aber auch aufpassen, dass wir nicht gleich rückwärts klicken, ne? Also, dass die Zahl dann wieder runtergeht. Und jetzt klicken Sie, wie Sie wollen. Okay. Wow, Sie sind ja ein ganz wahnsinniger Hörer. Richtig abenteuerlustig, hä? Das ist ja toll. Könnte mit Ihnen ein tolles Spiel machen. Ich mache jetzt ein Lied in meinem Kopf und versuche mich. Es wird noch länger dauern, wenn Sie wissen. Also Sie wissen schon, wenn Sie halt nicht klicken. Ja, ich wollte gerade ein schönes Spiel vorschlagen. Ein bisschen was Abwechslungsreiches, ne? So Rollenspiel jetzt vielleicht. Also ich denke mir ein Lied aus, ich klicke und Sie erraten, okay? Ich fange an. Sie sind nah dran! Und jetzt sie! Ah, ist nicht so erquickend, ne? Das ist. Ja, okay. Habt das geraten? Ihr habt auch nicht. Ne, Jingle Bells war es nicht, Leute. Nah dran! Schreibt's doch mal rein, wenn ihr es erraten habt, ne? Hänschen klein war es auch nicht. Aber ich glaube, er hat eine Ahnung. Ich glaube, er hat eine gute Ahnung. Ich klicke! Ah, was macht das mit Ihnen? Macht das Spaß? Ist das nice? Oder... Ich würde jetzt nicht sagen, dass er wuschig wird. Ich meine, er hat immer noch Klamotten an, aber vielleicht ist das auch irgendwie, gehört das dazu. Ich weiß ja nicht, was er von er geträumt hat heute Nacht. Ich habe keine Ahnung. Kann man das... Also... Das ist halt die Frage, ne? Das ist halt... Nee, also ist auch echt Party in der Hose. Ja, das wäre die Beschreibung, die ich treffen würde, glaube ich. Ja, das ist. Oh, Achtung, jetzt kommt der große Moment, Sir. Es bahnt sich an die 4000. Passen auf und. Oh. Nichts. Ich glaube, so langsam habe ich da mehr Spaß dran als Sie, Alter. Das ist ja wohl. Ja! Das ist. Ja, hier. Einmal auch an die Ohrmuschel. Komm. Und lauschen. Ich bin doch schon da. Ich bin. Okay. Okay. Die Vorschläge sind gar nicht so scheiße, oder? Ich kenne mich aus in diesem Business. Das war gut. Okay. Schön, das freut mich. Ich frage mich sowieso schon die ganze Zeit, was er mit seinem Hemd gemacht hat, ne? Also, wir gehen mal einfach davon aus, dass das von seinen Click-Sessions kommt. Aber was hat er mit seinen Händen gemacht? Wieso kann er die nicht mehr bewegen? Also er kann nicht mehr so klicken, wie ich klicken kann. Das ist halt die Frage, was... Ich meine, sehe ich dann irgendwann auch so aus, wenn ich klicke? Ich hatte mal einen Traum. Schön! Ich habe einen Mann im Stuhl gesehen. Oh, so ein Zufall! Sehr stark, sehr clean. Ich
kann mich nicht bewegen. Er hat mir nicht gesagt, was er wollte. Wir waren allein in einem weißen Void. Nichts. Und irgendein Sound wollte über meine Augen reichen. Ich war wach. Dann war ich wieder nicht wach. Und er hat mich angeschaut. Der Mann war perfekt. Stand da für Stunden. Während er mich angeschaut hat. Und ich konnte mich nicht bewegen. Das ist ja eine tolle Story, Sir. Und dann ist er gegangen und dann habe ich diese Maske gemacht. Aber ich kam sehr nah dran. Kam fast sogar zu nah dran. So der Maske? Oder? Ich glaube, ich gehe mal ein Stück zurück. Das hat jetzt nichts mit Ihnen zu tun, aber ist ja auch nicht schön, wenn ich die ganze Zeit auf Ihren Boot stehe, ne? Das ist ja auch nicht so geil jetzt. Nee, also so langsam, aber sicher denke ich darüber nach, ob ich mir nicht auch jemanden bestelle, der für mich einfach klickt. Oder wenn wir jetzt ganz wahnsinnig werden, einfach zusammen, so weißt du, so Koop klicken. Irgendwie so ein gemeinsames Clicking. Ich meine, man könnte sich auch abwechseln, so wissen Sie, einmal wie so, so einmal rumgehen. Ja. Oder nicht? Oh. Muss aber echt sagen, Bilder sind nett. Hab eine Weile gebraucht, bis ich diesen Platz gefunden habe. Ich brauchte etwas Ruhiges, sauber, wo jemand keine Fragen stellen würde. Ach so, also quasi, wo man nicht schreien würde und es kaputt machen würde. Ach so, das. Und dann Zimmer. Viele Sachen passen nicht. Die meisten Sachen passen nicht. Zum Beispiel gerade. Ich fühle es auf meiner Haut. Ja, das ist schön. Ich würde ja sagen, Sonnencreme hilft, aber ich glaube, das muss dieser Clickbait sein. Wobei ich gerade noch nicht an Clickbait glaube, weil alles, wovon er erzählt, klingt sehr realistisch. Ich meine, er hat uns eine Waffe gezeigt. Und er hat uns einmal gezeigt, wie er mit seiner Waffe, also seiner körperlichen Waffe, abgezogen hat. Ich kann nicht bezahlen, wenn du aufhörst zu klingen. Ich bin ja schon dabei, Sir. Ich bin ja da. Ich mache es ja schon. Ich bin ja schon drin. Deshalb. Weißt du, und Leute gehen abends nach Hause so, und sagen so, ja, heute habe ich jemanden am offenen Herzen operiert. Ich habe heute jemand das Leben gerettet. Heute wurde jemand angefahren. Ich habe den ins Krankenhaus gebracht. Und wenn mich jemand fragt, sagt, ja, ich habe in dem Spiel, habe ich 9999 Mal, habe ich geklickt. Warum? Ja! Weil heute ist Dienstag. Das muss man auch hoch anrechnen. Ja, das ist, ne? Also ja, jetzt ist Mittwoch. Ich mache hier die Regeln. Mein Wortschatz wird einfach komplett aufgelöst. So, Sir, jetzt wird's langsam richtig wuschelig. Weil wir nähern uns dem Ende, ne? Also ich kann nicht glauben, dass das gleich passiert. Nur das Einzige wäre noch viel, stell mal vor, meine Tastatur oder so wird einfach kaputt gehen. Es ist erst Mittwoch, wenn ich aufstehe, so. Erst wenn ich geschlafen habe. Anders kann ich das nicht akzeptieren. Also ich habe ja wirklich hier gerade die Time of my life, Sir, ne? Aber irgendwie so langsam habe ich so einen kleinen Krampf im Finger. Wissen Sie? Wir werden so enttäuscht sein, Leute. Das kann doch nur eine Falle sein. Es kann nur sowas sein. Es kann nur passieren, dass gleich uns, nachdem wir bei 9999 angekommen sind, uns der Arsch aufgerissen wird. Alter, ich kann nicht mehr. Ich schwitze vom Klicken.
Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das jemand mal sage. Ich sag euch eins, ne? Wenn das Spiel das mit Absicht macht und uns gleich einfach sagt, hier, ey, Spiel abgestürzt oder so eine scheiße Pseudokacke, ne? Leute, wir müssen finden, wo dieser Mensch, der das entwickelt hat, wohnt und den in den Arsch treten. Und egal, ob er so aussieht oder nicht, ja? Das, also... Ich warne dich! Wir können auch anders! Ich wundere mich, was meine Frau sagen würde, wenn sie wüsste, dass ich hier bin. Das ist... Ich denke, sie würde mich fragen, warum. Ja. Ich habe eine Frau, eine Tochter und einen Sohn. Ja, das freut mich für sie. Der Sohn ist 3. Die Tochter ist 8. Wir haben gewartet. Wir wollten, dass sie sich gegenseitig aufwechseln können. Dabei helfen. Guten Abend, Leute. Lustig. Einfach mitlachen. Wir lachen einfach mit. Ist euch bewusst, dass wir seit 50 Minuten hier rumklicken? Am Anfang war es ja noch witzig, weil er ein bisschen mit uns gespielt hat, aber... Komm hierher zurück. Ja, ich finde das gerade... Ich finde das gerade eigentlich sehr nett hier, was hier gerade... Wo ich... Also... Ich komme zurück. Wir sind fast durch. Ja, das ist... Das ist korrekt. Ich möchte, dass du weiterklickst. Okay. Schnell. Langsam. Egal. Du kannst mir nicht wehtun. Niemand kann mir wehtun. Ich bin stark. Und clean. Und wir sind allein. Ja, das ist mir bewusst. Das ist mir schon mehrmals aufgefallen, ja. Kann ich nicht so bleiben, wie ich gerade bin. Ich könnte mich auch gerne wieder hinsetzen, ohne die Waffe. Kann es nicht tun, wenn du es nicht tun kannst. Ich kann hier nicht so bleiben. Okay, aber dann... Vielleicht muss ein Kackstift raus, ich weiß. Bring mich nicht dazu, es mit ohne dich zu tun. Nicht aufhören zu klicken. Bitte! Ich klicke doch! Ich klicke doch! Stopp, hör auf! Junge, wenn du dich einfach wegknallst, ne, ich schwöre es dir, Alter. Ich hab jetzt hier eine halbe Stunde rumgeklickt, damit du dich einfach wegsetzen kannst. Willst du mich verarschen? Was ist das für eine Drohung? Ich bin doch da! Ich bin doch da! Howdy, folks. Chad and the Shakespeares. Don't know if you've heard of us before, but... How's everyone doing tonight? We've got a little song here about the end of the world. Kiss me, the world is ending. Du dreckige Drecksau! Kiss me and send me flying. Kiss me, cause we are dying today. Yes, today. Tell me your deepest secret. Tell me I'll hold and keep it. Promise that you won't need it today. No, today.
Today there's no pretenses. Today I've no defenses. No, I love. Junge, wurde ich gerade von einem Spiel getrollt? I love. Was, wenn man wirklich aufgehört hätte zu klicken? Das kannst du jetzt rausfinden gehen! Ist mir scheißegal! Es gibt bald ein DLC mit 6 Stellen auf dem Klicker und ohne Save-Punkt. Halt's Maul! Mom, Dad, Agro-Crap! Halt's Maul! Das Geld ist unter dem Bett. Wo ist mein Geld? Wo ist mein Geld? Ich kann nicht unter Bett schauen. Hallo? Hä? Was ist das jetzt? Was zum Teufel ist das? Wovon er uns erzählt hat! Er hat uns davon erzählt! Aber... Ich wusste, dass ich zu früh gegangen bin. Niemand sieht mich, wenn ich's nicht möchte. Geklickt. Ja, traurig! Nicht du, sondern der Behinder... Der... Ich! Hallo? Warte. Wir machen jetzt 11.111, also...
111! Hört auf, ich bin gerade in der Hölle, okay? Du wirst vergessen, dass du mich jemals getroffen hast. Warte! Doch derjenige, der geklickt hat. Du wirst nichts vergessen, ich weiß! Nicht wirklich. Du wirst immer ein Stück von mir bei dir haben. Genauso wie ich immer ein Stück von dir bei mir habe. Deshalb werde ich Menschen nicht mehr besuchen. Ihren Einfluss nicht mehr. Du wusstest nicht mal, dass ich existiere und... Er hat mir einen Teil von mir gegeben. Seinen Teil. Jedenfalls, ich werde hier sein. Ich möchte gerne allein sein, ja? Nee, ich glaube, ich gehe jetzt. Nee, das ist mir auch scheißegal. Ich gehe jetzt, glaube ich. Ist euch bewusst, dass wir gerade verwandelt wurden? Ist das nicht das, genau das, was wir gesagt haben? Haben wir nicht gesagt, ey, er braucht eigentlich nur eine Seele, um frei zu werden? Er hat uns die ganze Zeit von seinen Träumen erzählt. Er hat die ganze Zeit erzählt, dass er genau das gesehen hat in seinen Träumen. Sind wir jetzt die Person? Oder bin ich jetzt gerade komplett besoffen? Können wir nicht mehr aufhören? Ich weiß es nicht! Als Cuckold, auch kurz als Cookie Cuck oder Cucks, wird vor allem in der BDSM-Szene ein Mann bezeichnet, der in einer festen Partnerschaft oder Liebesbeziehung durch den intimen Kontakt seines Partners mit anderen Personen sexuellen Lustgewinn erlangen. Das bedeutet, er ist quasi in dieser Partnerschaft mit diesem Klicker und indem er jetzt uns dabei zuschaut, mit diesem Klicken wird ja, danke fürs Zuschauen, Leute.
Ich wünsche gute Besserung. Für uns alle. Glaube ich.